Malerei und Coaching. Ein Zusammenspiel wie eine Melodie oder Gegensatz? Das war die Frage, als Christine Laschkolnik, die ich mir heute zum Interview eingeladen habe, gefragt habe, ob sie bei der Live-Galerie bei diesem Projekt gerne mitmachen möchte. Und sie hat eingewilligt und ich möchte dich jetzt ganz kurz fragen, Christine, was hat dich dazu bewogen, dieses Projekt mit mir gemeinsam zu machen? Ja, ich war ganz begeistert gleich, weil die Bilder häufen sich, es werden immer mehr. Und ich habe so das Gefühl, es ist auch Zeit, sie vorzustellen. Und was für mich interessant ist, vor allem, ist der unterschiedliche Blick auf die Bilder, weil ich habe ja sozusagen, ich habe ein Verhältnis auch zu allen Bildern. Genau. Bei manchen zum Beispiel, die könnte ich jetzt auch nicht verkaufen, das geht überhaupt nicht, ja. Und manche habe ich den Eindruck, ja, das wäre schon möglich. Aber es ist für mich interessant, was für unterschiedliche Perspektiven man auf ein Bild haben kann. Und das war also sehr bereichernd für mich, dass wir sozusagen von zwei Seiten die Bilder beleuchtet haben. Also Kunst und Coaching vereint. Die Live-Galerie hat sich dermaßen gestaltet, dass wir Bilder ausgewählt haben und wir haben 6 Bilder, also einen Bilderzyklus von 6 Bildern gewählt und ich habe dazu sozusagen Input geliefert aus dem Bereich des Coachings. Und ich fand, das war wunderbar, weil es ist eben gegensätzliche, also eine andere Perspektive einnehmen. Ja. Es ist aber auch wieder harmonisch gewesen und eben, was wichtig ist, ist, mehrere Perspektiven aus mehreren Bereichen zu haben sozusagen. Und Malerei ist ja frei, hat auch was mit Freiheit zu tun, aber auch im Coaching bin ich frei, sozusagen umzusetzen, was ich möchte für meinen Klienten. Ja, das Interessante dabei ist ja, wenn ich ein Bild male, dann weiß ich nie, was rauskommt. Ja? Mhm. Das Einzige, was ich weiß, ist, mit welcher Farbe ich anfange. Und das Bild malt sich, man könnte das so sagen, ich kommuniziere mit der Leinwand und manchmal, wenn ich gar nicht weiter weiß, dann drehe ich es um, dann male ich auf der anderen Seite weiter, dann drehe ich es wieder um. Und manchmal ist das ein Prozess, ein kurzer Prozess und manchmal ist es ein längerer, manchmal dauert es sogar Jahre, bis ein Bild fertig ist, das hängt dann eine Weile. Und für mich ist das natürlich interessant, immer selbst, was kommt da raus? Und noch interessanter ist natürlich, was dann andere darin sehen. Ja. Im Coaching ist es nichts anderes. Ein Coaching bedeutet immer, man macht sich auf den Weg. Es ist ein Prozess. Genau. Es ist eine Entwicklung, ob ich jetzt über das Persönlichkeitsentwicklungsthema gehe oder das Lösen der negativen Glaubenssätze. Ja. Es ist immer ein Prozess, auch im Business. Wenn wir wachsen und werden wollen, wenn wir was umsetzen wollen, wir müssen uns natürlich Ziele setzen, aber wir dürfen Schritt für Schritt den Weg gehen. Bei der Live-Galerie hatten wir uns immer ein Motto gewählt und die Live-Galerie bedeutet, wir haben sozusagen live über das Werk gesprochen und das wurde per Video sozusagen aufgenommen. Und diesen Zyklus dürfen sich dann alle ansehen. Und wir wünschen euch viel Vergnügen bei unserem Projekt Live-Galerie Coaching und Kunst vereint. Danke, liebe Christine, dass du mit mir das Projekt gemacht hast und danke, dass du mit mir dieses Interview gemacht hast jetzt. Ja, ich danke. Ich danke, dass du sozusagen meinen Bildern zur Sichtbarkeit verhilfst. Ja. Genau. Die Welt braucht Bilder und Worte. Und Farben. Und Farben, genau.